Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Death. Wir hatten im letzten Part den Weg durch diesen Sumpf gefunden. Er gesagt, ich bin eine halbe Stunde durch den Sumpf geirrt anscheinend. Und jetzt mal schnell eben einmal alles heilen. Mal mit dem MP-Chip. Nein, das ist Verschwendung. Benutzen wir den ganz normalen. Noch einmal. Und einmal für dich. Auf gut Deutsch, ich habe keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Haben wir noch ein paar normale HP-Chips. Nutzen wir einmal dich. Um diese beiden voll aufzuladen, okay. Das bisschen, was Jonas hat, wird auch nicht viel ausmachen, weil der eh wieder bestimmt 1001 Schadenspunkt nehmen wird. Hallo. Vorher kommt noch mal ein kleiner Random-Kampf. Wie schön. Ein Crabmon. Ein Blossomon. Und ein Crabmon, weil es so schön aussieht anscheinend. Ich habe 2 Fluchtversuche, um vor Blossomon abzuhauen. Dann versuchen wir es mal. Yay, funktionierte gleich beim ersten Mal. Also, das sind Geckomon und Shogun-Geckomon. Dieser Ort fühlt sich gut an. Entschuldigung? Hä? Was ist? War das nicht vor ursprünglich Gotzumons zu Hause? Könnt ihr nicht im Frieden leben? Nein. Keineswegs. Das ist unmöglich. Dieser Platz ist nur für uns. Niemand kann hier leben außer uns. Ich... meine getreuen Geckomon haben es irgendwas. Müssen wir kämpfen? Okay. Ein Bosskampf. Geckomon, schaut Geckomon oder wie? Oder kommen erstmal nur 3 Geckomon? Okay, erstmal die 3 Geckomon, die da so rumstanden, wie begossene Pudel. Ich denke mal, wir kommen mit dem Zustand wieder in den nächsten Kampf, wie wir reingegangen sind. Deswegen mache ich jetzt erstmal den hier an der Seite platt. Und zack. Okay, dann schmeißen wir jetzt einmal einen Power Laser in den Raum. Was ist das eigentlich für ein Attribut? Blaue Weltkugel? Wow. Bestimmt noch ein Level mehr und das hätte direkt gereicht. Und scheiße. Ja, komm. Auf Jonas, natürlich. Das muss jetzt sein. Ich möchte mir nicht leisten, da jetzt halbtot in den Endboss-Fall zu gehen. Ein bisschen hoffen darf man ja. Mach den einen hier schon mal platt. Komm schon. Gut. So, jetzt muss der nur noch treffen, aber es dürfte kein großes Problem sein. Super, Kampf gewonnen. Ach komm, 24 EP, bis das er sein Level abbehält. Ihr Jungs seid wirklich gut und jetzt mal Zill ihm da oben was entdeckt, das gucke ich mir eben noch an. Ach so, es hat 50 Stress regeneriert. Aber könnt ihr mich wirklich besiegen? Rabbit? Okay, Shogun Gecko, du bist hässlich und riesig und vor allem bist du hässlich. Der nimmt genau 2 Felder ein, das ist praktisch. Nom nom nom. Oh, okay, 1 hat verpasst, egal. Mach mal hier so einen 27er Angriff. Auf deine linke Hälfte, 105. Musical First. Au. Oh. Jonas, du darfst deinem Job wiederkommen und heilen. Stopp. Habe ich die falsche ausgesucht? HP Rom T wollte ich. So. Wow. Und Instant Freezer. Okay. Das ist nicht so schlimm.
aber kann ein bisschen dauern, bis dieser Kampf vorbei ist. Leck. Der macht mit zwei Angriffen so gesehen so viel wie ihr er mit seinem Darkness Jirt. Okay, ging daneben. Und das zweite? Wow, oh 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 oh. 200 Schaden. Wenn er jetzt nochmal auf die Idee kommt, einen Angriff da zu machen, heile ich lieber besser vorher mal. Jonas, du bist der Healer. Und Murphy ist der Tank Damage Dealer. Ich denke mal, ich bin optimistisch, dass das reicht. Böse Zunge. Praktisch wäre ja auch. Ich frage mich, ob so ein Boss gegen Confusion immun ist. Na oh, komm, greif mir Wagner mit Darkness Jirt an. Na gut, ein Viertel haben wir schon mal. Au! Ach, nicht Jonas? Das ist aber nett von dir. Und wieder. Böse Zunge. Nom. Kannst du ganz normal Aura of Healing machen? Oh, der ist da noch zweimal dran. Ganz normal weitermachen. Ich kann da jetzt nicht groß vorbereiten. Was für ein Typ ist der eigentlich? Aua. Na gut, auf den Tank. Nicht weiter schlimm. Ich will gar nicht wissen, wie stark das auf Jonas ist. Also, wow. Also solange du nur die beiden angreifst, habe ich eigentlich kein allzu großes Problem damit, außer eben Jonas ist nicht vorher dran. Mach mal die beiden so. Okay, dann darfst du jetzt mit Darkness Geode nochmal ran. 097. Das war gut zu heilen. Okay. Jetzt weiß ich, wofür ich die ganzen Heil-Items gekauft habe. Wow. So, ist jetzt ein bisschen Verschwendung, weil Murphy nichts abgekriegt hat, aber ich gehe kein Risiko ein. Geld ist in diesem Spiel kein allzu großes Problem, denke ich mal. Zumindest jetzt am Anfang noch nicht. Ablecken. Nom. 714, ja, so machst du mehr Schaden als ihr, aber egal. Trotzdem weiter draufhauen. Zack. 105, was machst du jetzt? Ach, schon wieder diesen einen Angriff. Was haben wir eigentlich jetzt für HMP? Haben wir einmal von allen was? Hui! Und haben wir nicht auch einen Einzelheiler? Ja, den nutzen wir einmal für Murphy. Mal, der Kerl kommt jetzt eigentlich fast zweimal hintereinander dran. Was machst du jetzt? Instant Freezer auf. Natürlich Murphy, warum auch nicht? Ein bisschen optimistisch will ich jetzt sein. Ja, wir haben schon über die Hälfte geschafft. Muss das sein? Er hat überlebt, kann Jonas gleich heilen. Zungenangriff. Danach ist er wieder zweimal. Murphy braucht ungefähr 300. Einen auf 300 heilen, okay. Okay, du machst wieder Darkness Jirt. Zack. Kompost Hunter. Oh Gott. Mein Deutsch heute. Ist für die Tonne, für den Kompost. Instant Visa. Endlich mal jemand anders. Ich fand deine Taktik schon langsam langweilig. Oh, wieder dein Zungenangriff. Critical sogar. Wow, schön.
Jonas darf jetzt gleich heilen, wie immer. Und greif nochmal rechts an. Hey. Klopp. Mach genauso viel Schaden wie links. Du darfst jetzt wieder Aura of Healing. Musical Fist. Boom. Und weh, du machst nochmal. Wow. Auf Jonas hätte das jetzt ganz schön Schaden machen können. Zaza macht, soweit ich weiß, mehr Schaden. Deswegen leck ihn ab. Natürlich nur, wenn beides trifft, also. Okay, und nun. Was macht er da eigentlich? Versucht er zu singen, oder wie? 300 auf 3. Hui. Miau. Alle wieder voll. Ich habe schon wieder vergessen nachzulesen, wie dieser Angriff eigentlich jetzt heißt. Murphy würde noch einiges aushalten, aber nicht genug. Deswegen greifst du mit Aura of Healing an. Er greift damit ja wohl nicht an, aber... Wenn er jetzt zweimal hintereinander Murphy angreifen würde, würde der das nicht aushalten. Deswegen... mal gucken, wie viel braucht er noch? Könnte das Ende bedeuten? Ist es das Ende? Mal sehen. Episch! Das war's. 299. Sarah hat ein Level Up auf 24. Rabbit, ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Und tut mir leid, vergib mir. So, verstehen wir uns. Du musst nun versprechen, zusammen mit dem Gobzumann friedlich und happy und Friede vor der Eierkuchen zusammenzuleben. Ja, ich habe verstanden. Wir fühlen uns sehr... Keine Ahnung was. Shogun Geckomon hat... wir sind verloren. Ich bin schockiert. Ich kann es nicht glauben. Vielen Dank, Leute. Wir können nun wieder hier leben. Wir werden uns nicht mehr mobben gegenseitig oder so. Hör zu. Für den Fall, dass es nochmal passiert, werden wir nicht so einfach wieder gehen. Ich weiß, Rabbit, von nun an werden wir alle in Frieden zusammenleben. Zusammen mit den Gotzumon. Wir können alles zusammen singen. We are race, we have Musiknote. Und wir haben ein Geschenk, und zwar ein Starpiece von mir selbst gemacht. Yay! Leucht, leucht. Ui, das Pagmon. Hey, check it out. Es ist wunderschön. Das ist größer als das, was Ellie hatte. Ich denke, Annie wird glücklich sein, dieses zu kriegen. Vielen Dank, Gotzumon. Wir sind die, die sich zu bedanken haben. Nun dann, viel Glück. Vielen Dank, dasselbe für euch. Okay, nun lass uns gehen. Lass uns zurück zu Ellie gehen. Ja, ja, keine Sorge, ich weiß. Gut, wir müssen nicht zu Fuß gehen. Hui! Und eben mal speichern. So, und zwar jetzt richtig auf dem anderen. Yay, yay. Einfach zu Ellie. Vor Pagumon auf die Idee kommt, wieder Scheiße zu bauen. Ellie, hi. Hey. Oh, hallo. An und Pagumon? Hallo ihr beiden. Was ist los? Oh, wir möchten dich gerne sehen. Und Entschuldigung. Entschuldigung, was ich letztens getan habe. Ich möchte dir das geben, damit du nicht so traurig bist oder so. Ist das ein Starpiece? Ich habe noch niemals so einen großen gesehen. Wow, hast du es extra für mich besorgt? Ja, Pagumon... keine Ahnung. Vielen Dank, Pagumon. Ich werde es sehr gut aufbewahren. Ja, Ellie sieht glücklich aus. Nun... Das ist... Dafür hast du gesorgt, Pagumon. Nun? Alle weg? Oh mein Gott, wo sind alle hin? Nein, Anromon, Teriamon. Egal. Ich bin froh, dass Ellie so glücklich ist. Ja, ich auch. Es fühlt sich gut an. Jan, ich möchte mehr gute Dinge tun und Menschen glücklich machen. Das ist eine gute Einstellung, Pagumon.
Die Paguman nun redet. Ich denke, er ist wirklich erwachsen geworden. Ja. Böse gelbe Augen. Dies ist deine Einstellung, wie ein Digimon aufwächst. Weh. Oh Gott, ich wusste, was Ridiculous heißt. Bis mal ein paar Momenten. Mir fällt's gerade nicht an, dies ist nicht abartig. Mir fällt's nicht ein. Was? What the? Hey, wer bist du? Und ich kann an deinem Spirit nicht erkennen. Ah, hi, Alpha Mon. Hallo. Hi. Mit einem Wisch ist alles weg und das Wisch macht er und das weg sind wir. Ich bin Alpha Mon. Ich bin der Wächter der Digimon in der digitalen Welt. Und warum macht es dir solchen Spaß? Warum machst du dich darüber lustig, dass ich behauptet habe, Paguman wäre gewachsen oder so? Keine Ahnung. Das ist nicht nett. Das solltest du wissen. Denn ich bin Alpha Mon. Das Wachsen von Digimon ist so einfach durch Digitation und sie werden stärker. Da ist kein Platz für Freundlichkeit. Was bist du für nur ein Arsch? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist nicht wahr. Digimon müssen haben dasselbe Herz wie Menschen. Auch wenn du denkst, dass es nicht wichtig für die Digimon ist, zu anderen eine Art Gefühle zu fühlen oder so. So, denkst du, das ist, warum Digimon und Menschen zusammen leben sollten? Lass mich dich etwas erzählen und glaube nicht, dass die Digimon der digitalen Welt die Hilfe von Menschen brauchen. Eines Tages wird das jedermann klar sein. Tschüss. Hast du Andromon entführt und Terriamon? was ist mit ihm? Ich habe keine Ahnung. Wow, ja, ich wusste, dass du was sagst. Aber es sieht so aus, als hasst er die Menschen wirklich. Lass uns zurück in die Digifarm gehen. Okay. Ey, da sind sie ja wieder. Wow, Kalmon, wir konnten gerade zu dir kommen. Wow, hui. Kurz in Panik umherrennen. Alphamon will uns töten. Nein, er will uns nicht töten, aber er mag die Menschen nicht. Und das ist etwas Schlechtes, glaube ich. Okay, genug Panik, auf in die Digifarm. Wow, Andromon als Feind. Hey, Phil ist hier. Was macht denn Phil hier? Aber sieht aus, als wäre er in Eile. Hä? Phil, ich frag mich, was er möchte. Die Musik ist geil. Oh mein, irgendwas. Ellie, es ist Ellie. Was ist mit Ellie? Sie wurde gekidnappt von einem Debimon. Da sieht sie dann aus wie Rika. Ich habe eine Nachricht für dich. Leucht! Hehe, dies ist eine Nachricht für dich an. Warum für mich? Erst andere Alphamon, Shoutgeckomon und Demimon. Ey, wir freunden uns mit allen Bösen an. Hör mir gut zu, ich habe das Mädchen, in Klammern Ellie. Wenn du sie zurückhaben möchtest, bring mir dann Tagumon in den Drain Tunnel. Warum wissen immer alle, mit wem wir befreundet sind? Egal, und was ist hier nur los? keine Sorge, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas mit dir und Paguman, ich sehe, na gut, dann sollten wir wohl los. Ja, bitte, ich zähle auf dich, aber sei vorsichtig, wegen Debimon. Wir holen Ellie zurück, egal was passiert, nicht wahr, Paguman? Ja, natürlich. Wow. Wie überschlagen sich die Dinge? Wow, oh mein Gott, oh mein Gott. Soll ich da schon hin? Soll ich da schon hin? Ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht. Spannend. Egal, wir gucken uns das Ganze mal an. Wo hat er gesagt? Im Drain Tunnel, ne? Tunnel. Ich denke mal da, wo wir das ein... Oh Gott. Backhausen, ich speichere vorher mal. Und zwar auf der 10. Na.
Na, 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 na. Na, na, na. Und jetzt wieder da lang und... Nöt, nöt. Ich mach nochmal einen längeren Part. Schlicht und einfach... Oh, Cidramon! Ich mag Cidramons. Es sind ein paar viele. Ist ja gut. Ich möchte nicht mit einem Kampf 100% zusammenkriegen. Wow, ein ganzer Bildschirm voller Cidramons und lässt uns alle hintereinander dran. Mach mal die zwei. Norm. Jautsch. Das hat gesessen. Du machst deinen Power Laser auf den inneren und die äußeren. Und natürlich hast du einen verfehlt, dann hätten wir drei auf einmal töten können. Natürlich. Also wow, viel halten die ja nicht aus, aber austeilen können wir. Wow. Jautsch. Und was machst du? Auch. Jautsch. Aua. Es tut aua, aua, mir tut ein Tun und ich habe vergessen, neue Items zu kaufen. Ich Dummerchen. Es ist schon mal eins tot, das ist schon mal was Gutes. Hau erstmal auf den drauf. Na komm. Ich will nicht nach oben. Nein, ich will nicht nach oben, ich will nach links. Gut, sind wir schon mal einen los. Bleibt nur noch einer. Gut, dass es auf Murphy geht. Einfach draufhauen. Einfach drauf kloppen. Egal was kommt, drauf kloppen. Drauf kloppen. Ist die Devise. Und nochmal drauf kloppen. Um Himmels Willen. Wow. Ich glaube. Ja, Jonas Level Up. Ebenfalls 24. Murphy auch Level Up, Level 20. Brauche ja nur noch 20 Level, um bis er digitieren kann. Also, wow. Das ist ja fast gar nichts. Und das heißt, wir brauchen nur einen Heilen. Und wir haben normalerweise nur Zweier-Dinger, oder wie? Egal, ist ein 115er, der andere ist ein 300er. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Weiter geht's. Dann wieder hier lang. Und ich hoffe, ich erinnere mich jetzt, wo es lang geht. Das ist jetzt hier lang und dann da hoch und dann da links und dann einmal da hinten rum und rechts, dann runter und dann wieder rechts. Ikakumon, ja hallo. Dich kenne ich schon. Kannst gleich wegbleiben. Ikakumon. Ich mag Ikakumon. Ikakumon ist cool. Das ist der Partner von Joey. Und ich mag Joey. Dragomon voll weg und Ikakumon steht immer noch. Der hat blaue Augen. Oh, der hat blaue Augen. Und rote Krallen und weißes Fell und macht an Murphy kaum Schaden, aber zweimal, das kann wehtun. Und nochmal, das kann auch wehtun. Aber den mag ich im Gegensatz zu Blossomon. Kakumon ist cool. Na, hoffentlich gibst du Erfahrungspunkte, Ikakumon. Hui, ist tot. Auf jeden Fall hat er eine HP rumgedroppt. Das ist gut. Hui. Oh. Achso, du regenerierst nur Stress, okay. Ein Sukamon. Das gab's auch vorher schon. Und ein Cidramon. Schon wieder. Und einfach ein Sukamon. Das dürfte reichen. Na komm, mit Teufelszunge einmal ablecken und ein Kackhaufen abgeleckt. Igidigit. Ne, auf die beiden da. Mal sehen, ob's reicht. Aber sowas von.
eben mal auf die Mana-Anzeige gucken, machst einmal einen Heilangriff auf Murphy. Das sind zumindest alle über 20, das heißt, ich könnte nachher... Igitt. Für alle komplett neue Ausrüstung kaufen und Items komplett neu kaufen und mal gucken, wie der Kampf gegen Devimon läuft. Falls ich sofort abkratzen tue, werde ich mich erst vorbereiten, aber das mache ich dann wieder offscreen mit dem ganzen Training und so und naja, wie gewohnt. Ich weiß doch, vielleicht werde ich im Sumpf trainieren gehen oder keine Ahnung, weiß ich noch nicht genau. Werde ich dann sehen, wo sie es gut trainieren lassen. Vielleicht wieder im Tunnel, weil der war eigentlich gar nicht so schlecht. Und klettern wir mal da hoch und dann hier rum. Genau. Und dann kommt wieder ein Kampf. Ein Otamamon, hallo. Und noch ein Otamamon, hallo. Komm, jetzt ein ganzer Bildschirm voll. Nein, und ein Ikakumon. Aua. Aber da lohnt sich wieder der Power Laser von Murphy und wir sind alle vorher dran. Das ist schön. So, du machst einmal ein Schleckerchen auf die beiden. Om nom nom. Das dürfte ja direkt weg sein. Wow. Das war ja gar nichts. Aber sie können einschläfern und das macht sie eigentlich doch noch gefährlich. Aber die dürften jetzt die Äußeren sterben. Ikakumon ist auch fast tot. Und wetten, dass Jonas nicht genug Schaden macht, um dieses Otamamon zu töten. Wow, wusste ich's doch. Okay, ich setze nochmal Charge ein. Also kein Weltuntergang. Macht nur 2 Schaden. Ein ganz normaler Punch dürfte reichen. Gut. Also der Kampf hat jetzt eigentlich nur Mana gekostet. Und wir haben einen Mana-Chip gekriegt. Das ist schön. Gehen wir weiter. Hui. Und jetzt da runter in die Backzone. Ein Ikakumon. Zusammen mit einem Hookmon. Hi Hookmon. Du bist aber schnell. Okay. Ich hab mehr erwartet. Ich hab mehr von dir erwartet. Du hast mich schwer enttäuscht. Ablecken! Nom. Und es ist verwirrt. Ich habe eine Chance, dass es ausnahmsweise mal nicht angreift. Schön. Was ist Hookmon? Hookmon ist ein Maschinentyp, Digimon. Vielleicht ist es jetzt auch tot. Gut. Und was macht Ikakumon? Ah, das ist dieses Torpedo-Angriff. Harpune, wie sie, glaube ich, in der deutschen Serie heißt. Und... Knapp! Müsste aber eigentlich passen, so. Jetzt. Okay, hat gepasst. 88, egal, kann man immer gut brauchen später. Eben mal schnell ins Menü. Sofern sich das jetzt nicht aufhängt, das Menü. Items. Die will ich dafür nicht verschwenden. Whee. Whee. Nimm mal lieber die beiden hier weg. Ein HP-Chip D. Und nun ein MB. MB, ein MP-Chip S auf Geckomon, auf Zaza. Wollte nur ein bisschen dauern, bis ich mich daran gewöhne, dass das Ding einen Namen hat. Obwohl ich ihn selbst gegeben habe. Und jetzt hier runter und eben nochmal sichern. Weil ich keine Ahnung habe, wie verpackt dieses blöde Ding ist. Lalala. Tierebar und jetzt hier runter und dann schnell da hoch. Und dann kommt wieder ein Kampf, kurz vom Boss. Wow. Obobobob. Ein Gisamon, eigentlich kein Problem. Und ein Ikakumon, etwas mehr Problem.
Waff einmal mit der Zunge drüber schlecken. Nope. Das macht Gisamon tot. Das ist eine schöne Sache. Und Gikakumon ist direkt wieder verwirrt. Das ist auch eine gute Sache. Und jetzt machst du Darkness Geared Schichten, einfach weil du es kannst. Wir wissen, das macht dir eigentlich ziemlich gut Schaden. Und du versuchst jetzt mal mit einem Tiny Twister. Und... reicht. Gut. Nee, nee. Farm Report, keiner weit und breit. Und es ist Devimon, der dieses Spiel nicht abstürzen lässt, sonst hätte ich Silly ihm so eine gepfeffert. Vorher aber mal ein Sicherheitssave, weil ich nicht weiß, wie diese Karte wieder spackt. Wow, wow. Hey, es sieht so aus, ich habe auf dich gewartet. Wo ist Ellie? Lass sie gehen. Natürlich werde ich das, aber erst nachdem ich dich vernichtet habe. Du bist böse oder keine Ahnung, terrible. Ich mag dich nicht. Devimon, sag mir, warum hast du Ellie gekidnappt und warum möchtest du uns vernichten? Ich weiß es nicht, es war eine Anführung von Unknown D. Was? Unknown D? Inkognito, da bist du ja. Das zum Henker ist Inkognito.de. Er führt die Digimon an die auf den richtigen Weg. Das heißt, dass wir keine Menschen brauchen. Hier, los geht's, beweise dich. Gut, ich habe keine Wahl. Du solltest besser nicht verlieren, sonst werden wir vernichtet bis in alle Ewigkeiten und Unknown Inkognito, die gewinnt. Ich kann doch nicht gegen entwickelte Keramons kämpfen. Nein. Toll. Das ist meine Digifarm, die sich gerade gegen mich erhebt. Touch of Evil. Mach wie viel Schaden? Aua. Okay. Ich sehe schon, das wird nichts. Aua. Leck. Das sind alles Darkness-Typ-Digimon und aua. Ja, also wie man sehen kann, wir machen so gut wie gar keinen Schaden. Ich guck mal nach, wie viel das an Devimon macht. Nichts Nennenswertes. Jautsch. Autsch. Ja. Ich weiß nicht genau, ob es da gut wäre, einen Darkness-Typ-Digimon mit dabei zu haben, denn Sasa ist gerade eben gestorben. Ja, also ich sehe, da werde ich wohl noch ein wenig trainieren müssen vorher vor diesem Kampf. Ein wenig, aber auch nur, welches Level haben die? Devimon, ich möchte sehen, welches Level du hast, bevor du mich tötest. Devimon ist 31, ja, dann peile ich mal auch sowas in der Richtung an. Ich habe schon wieder über eine halbe Stunde aufgenommen, ich halte es nicht aus. Na komm, töte die beiden jetzt endlich. Murphy halt nicht so viel aus. Komm, ich will sterben, ich will trainieren. Wie der einfach so keinen Schaden macht. Und der Devimon. Komm. Natürlich greifst du jetzt die beiden an. Unglaublich. Na, wenigstens greift er jemanden an. Und warum hält Jonas plötzlich so viel aus? Jonas, warum überlebst du die ganze Scheiße? Ich reiße dich doch mit in den Tod. Nein, geht nicht. Es überlebt. Ist jetzt tot. Gut, dann können wir jetzt trainieren. Ons Party wurde besiegt. Nein, die Party ist zu Ende. Oh. Tot. Da, verdammt, ich habe verloren. Das nächste Mal mache ich es besser. Okay. Jetzt will ich nur eben gucken, wie sich das auf die Freundschaft meiner Digimon ausgewirkt hat. Kommt mir nach. Ich mag mich noch. Und... na gut, es mag mich nicht ganz, aber wir kennen uns ja eh noch nicht so lange. Und... och, ja, ist genauso. Okay, es reicht. Tschüss.